Keine guten Aussichten für die Bürgerinitiative Pro Reinhardswald. In unmittelbarer Nähe des Tierparks Sababurg könnten künftig 10 bis 12 Windräder stehen. Eine Fotomontage zeigt die 200 Meter hohen Anlagen. Windkraftanlagen im Reinhardswald, das wollen engagierte Bürger partout verhindern. Der kleine Tourismus, der hier läuft und der in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen hat, der eine der ganz wenigen Möglichkeiten der Menschen hier in der Region ist, sich selbst auch Arbeitsplätze zu erwirtschaften, der würde damit einen erheblichen Rückschlag erleiden. Auch oberhalb des Tourismusörtchen Gieselwerder an der Weser sind Windkraftstandorte geplant. So könnte es bald aussehen. Um die 60 Anlagen sollen im gesamten Reinhardswald in Betrieb gehen. Dagegen hat die Bürgerinitiative Pro Reinhardswald heute Nachmittag eine Protestaktion gestartet, direkt vor dem Regierungspräsidium Kassel. Denn hier wird über die Standorte der Windkraftanlagen entschieden. Über 2500 Stellungnahmen und Unterschriften sollen noch heute übergeben werden. Im Regierungspräsidium weist man jede Kritik von sich. Ob dieses Schutzgut Tourismus an dieser Stelle eine so große Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber der Reinhardswald ist nicht so klein, dass es ausschließlich auf diese Fläche ankäme. Bis zum Ende des Jahres will die Regionalversammlung Nordhessen über die ausgewiesenen Windkraftstandorte endgültig entscheiden.